Super Veloce 1000 Serie Oro. Dieses absolute Meisterwerk von Infocus, da habe ich dieses Jahr das erste Mal auf der EICMA live gesehen. Die gibt es ja jetzt schon ein bisschen und ein paar Händler haben sie auch schon erhalten. Und dieses Motorrad verdient auf jeden Fall ein eigenes Video. Vielleicht schaffe ich es mal irgendwann, die in echt zu sehen und dann so mit dem Motorrad vor mir ein bisschen zu berichten. Aber heute erstmal so mit den Aufnahmen, die ich auch von der EICMA gemacht habe. Und ich starte einfach mal damit, dass die Super Veloce eine neue Ära einleitet. Die erste ihrer Art und quasi der Start für eine neue Modellreihe ist. Bisher war das Topmodell der Super Veloce Serie ja die 800 S, kann man sagen, mal abgesehen von den Sondermodellen. Die S hat sich von der normalen Super Veloce insofern unterschieden, dass sie die Speichenfelgen hatte, die die normale nicht hatte, ein deutlich edleres Finish, Schwarz-Gold und Weiß-Gold und mit einem Race-Kit mit Arrow-Auspuffanlage, der passenden Steuereinheit dazu und noch im Vorguster Special Parts. Und jetzt ist aus dem Dreizylinder 800 Kubik ein Vierzylinder 998 Kubik Motor geworden, der 208 PS leistet anstatt 148 beziehungsweise 155 mit dem Race Kit und einem Vierzylinder, wie eben schon gesagt, was halt eben ein deutlicher Leistungsunterschied ist und ein großes Plus. Und was heißt aber eigentlich Serie Oro? Wofür steht's und was bedeutet's? Ganz einfach, Serie Oro heißt so viel wie Goldserie. Diese Bezeichnung tragen alle MV-Augusta-Modelle, die quasi eine neue Serie einleiten. Die erste Serie Oro kam 1947 heraus, also wurde damals auf der EICMA präsentiert und wurde auf 300 Stück limitiert, so wie es eigentlich üblich war für die Serie Oro-Modelle und das war die 750er F4. Eine absolute Legende und während ich hier das sage und auch das Videoskript geschrieben habe, hatte ich absolut Gänsehaut, weil das einfach ein unfassbares Motorrad ist und auch eine absolute Legende und in der Geschichte von MV Augusta darstellt. Weitere Serie Oro-Modelle waren die F3 Serie Oro, Super Veloce Serie Oro, also die 800er-Version mit dem Dreizylinder, die brutale 1000 Serie Oro und nun die Super Veloce 1000 Serie Oro. Die Serie Oro-Modelle haben sich zu den anderen oder beziehungsweise zu den nachfolgenden Modellen, die danach folgten, also die, ich sag mal, normale Version, wie zum Beispiel bei der brutale 1000 Serie Oro war es dann die brutale 1000 RR, da haben sie sich in dem Sinne unterschieden, dass eben die zumindest ab der Super Veloce 800 Serie Oro ein Race Kit mitgeliefert wurde, was immer einen entsprechenden Auspuff, Zubehörauspuff und Steuergerät dazu hatte. Die Endschalldämpfer waren nicht immer legal, also teilweise ja, teilweise nein. Und in dem Kit waren auch noch MV Augusta Special Parts enthalten und auch teilweise Planen für das Motorrad. Dazu gab es die maximale Ausstattung an Komponenten, was es so geht. Und die Verkleidungsteile waren überwiegend teilweise sogar komplett aus Carbon gefertigt. So auch bei der Super Veloce 1000. Hier wurden gleich zwei Arten von Carbon, also zwei Arten der Verarbeitung von Carbon gewählt. Zum einen Forged Carbon und das bekannte Carbon, also die bekannte Variante, die man ja oft verbaut. Und insgesamt bestehen 41 Teile komplett aus Carbon von der Super Veloce 1000. Darunter das Armaturenbrett, der Halter davon, der Kettenschutz, die Vollverkleidung ist ebenfalls aus Carbon und noch viele andere Teile. Ein weiteres hochwertiges, leichtes und robustes Material, was verbaut wird, ist Titan. Hier fällt erstmal direkt ins Auge das erste, was aus Titan verbaut ist, der Vierrohr-Endschalldämpfer, der von Akrapovic gefertigt ist und unter dem Sozius-Sitz verläuft, was an die F4 Serie Oro 750 erinnern soll. Des Weiteren sind die Ventile und die Pleuel aus Titan. Wie die Auspuffrohre, so sollen auch die Felgen an die Farbgebung und die Farbgebung der Super Veloce 1000 an die F4 750 Serie Oro erinnern. Die Farbgebung ist eine Mischung aus Argo Silver, Pearl Shock Red und Sicilistia Gold. Habe ich mit Sicherheit falsch ausgesprochen. So, kommen wir zum Motor.
Wie vorhin bereits angesprochen, besitzt die Superveloce 1000 einen reinen Vierzylinder mit 998 Kubik, 208 PS, 116,5 Newtonmeter Drehmoment bei 11.000 Umdrehungen, 16 radial angeordnete Ventile aus Titan und einem maximalen Drehmoment von 14.000 Umdrehungen. Wenn man sich das so anschaut und hört, vor allem Leute wie ich, die schon eine brutale 1000 RR hatten, fallen schnell sehr viele Gemeinsamkeiten auf, beziehungsweise man merkt ganz schnell, dass es hier eigentlich derselbe Motor ist, den man aus den brutale 1000 Modellen kennt, also der RS und der RR. Dementsprechend kann man sich ungefähr vorstellen, wie der Motor klingt, wie die Leistungsabgabe ist und wie man das Motorrad entsprechend bewegen kann bzw. muss, wenn man bereits eine brutale 1000 RS oder 1000 RR gefahren ist oder sogar besessen hat. Kommen wir zur Elektronik. Hier kommen altbekannte Komponenten zum Einsatz, wie zum Beispiel das 5,5 Zoll TFT-Display, was man in allen Euro 5 Modellen von MV Agusta findet. Das Display bietet eine meiner Meinung nach sehr schöne Darstellung. Alles ist übersichtlich gestaltet, einfach zu bedienen und eine gute Ablesbarkeit. Die Ablesbarkeit wird dann wirklich, ja, kann man schon sagen, fast sehr schlecht, wenn die Sonne extrem drauf scheint, also bei direkter, starker Sonneneinstrahlung. Da muss man dann wirklich gucken, dass man den Blickwinkel ein bisschen ändert. Dann geht das wieder, aber ja, mal abgesehen davon finde ich, ist es ein wirklich sehr schönes Display, besonders auch im Rennstrecken-Setup. Des Weiteren gibt es auch die Mappings Range, Sport, Race und Custom, die man sich auch individuell einstellen kann. Hier können Parameter wie Gasempfindlichkeit, Ansprechverhalten des Motors, Drehmomentabgabe, Motorbremse, Drehzahlbegrenzer eingestellt werden und man kann den Quickshifter und Blipper aus- und einschalten, wieso auch immer man das tun sollte. Ride-by-Wire, Quickshifter, Blipper, wie eben schon angesprochen, Wheelie-Control, achtfach verstellbare Traktionskontrolle und Smartphone-Konnektivität runden das Elektronikpaket ab. Also da bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Was das Fahrwerk und Bremsen angeht, kommen hier hochwertige Materialien zum Einsatz und Komponenten. Beim Fahrwerk setzt MV Agusta auf Öhlins. Bei der Gabel ist die Wahl auf eine 43 mm Upside-Down-Gabel gefallen, die 120 mm Federweg bietet. Und die schon angesprochene Gabel kann auch in Druck und Zugstufe elektronisch über das 5,5 Zoll Display eingestellt werden. Alternativ kann das Setup auch an der MV Ride App eingestellt werden und sobald die App sich mit dem Motorrad verbindet, wird die Konfiguration ans Motorrad übertragen. Hinten kommt ein 36 mm Federbein, ebenfalls von Öhlins zum Einsatz, auch ebenfalls mit 120 mm Federweg. Und bei den Bremsen setzt MV Agusta vorne auf zwei 320 mm Scheiben mit Brembos Dilemma Bremssätteln, 30 mm Kolben und hinten sorgt eine 220 mm Bremsscheibe mit zwei Kolben Bremssattel, 34 mm für einen soliden Bremsleistung. Kann ich auch bestätigen von meiner brutale 1000 RR damals. Die hat wirklich eine ganz gute Hinterradbremse gehabt. Besser als die Dreizylinder, muss man sagen. Und die ist auch wie bei den Dreizylindern üblich nicht ausgefallen. So, was die Bereifung angeht, kommen Diabolo Supercorsa SPV4 mit markanten rotem Profil zum Einsatz, die speziell für die Superveloce designt wurden, wie auch damals bei der F4 Claudio. Sehr, sehr teuer, wenn man die nachordern will mit genau dieser Markierung, mit diesem Finish. Also abschließend kann man sagen, ist die Superveloce eine brutale 1000, eine Superveloce mit brutale 1000 Motor, die durch Designmerkmale an die F4 750 Serie Oro erinnern soll. Also quasi ein Mix aus Superveloce, designtechnisch F4 750 Serie Oro und Motor brutaler 1000 RR. Und das, finde ich, beschreibt es eigentlich ganz gut. Meiner Meinung nach ein sehr gelungenes Motorrad und eins der wenigen, wenn nicht das einzige, 1000er Sportler Motorrad im Retro-Design. Das war's von mir zur Superveloce 1000 Serie Oro. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein, ciao.